بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Heute machen wir weiter mit der zweiten Säule des Iman, und zwar ist das der Glaube an die Engel. Auf Seite 111 sagt Sheikh Hafizahullah Ta'ala die Bedeutung des Glaubens an die Engel. Der Glaube an die Engel ist eine der Säulen des Glaubens, ohne die der Glaube nicht verwirklicht wird. Dies ist in Koran und Sunna festgelegt. So sagt der Erhabene, subhanahu wa ta'ala, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ. Der Gesandte Allahs glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist, und ebenso die Gläubigen. Alle glauben an Allah und seine Engel. Aus dieser Ayah lernen wir also, dass der Glaube an die Engel eine Säule des Iman ist, und derjenige, der nicht an die Engel glaubt, ist somit auch kein Muslim, ist somit auch kein Gläubiger, denn es ist ein wesentlicher Bestandteil, an diese Welt der Engel, an diese Geschöpfe zu glauben. Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns mit, dass der Glaube an die Engel Teil dessen ist, was seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und dessen Gemeinschaft offenbart wurde, und dass diese sich dem unterwerfen. Es gibt dazu zahlreiche Verse. Dementsprechend sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass wer die Säulen leugnet, ungläubig ist. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Wer Allah, seine Engel, seine Schriften, seine Gesandten und den letzten Tag verleugnet, der ist fürwahr weit abgeirrt. Ja, das heißt, diese Ayah belegt eben, was ich sagte, dass derjenige, der nicht an die Engel glaubt, der sagt, ich glaube zwar an Allah, aber ich glaube nicht, dass es Engel gibt. Dieser Mensch ist kein Muslim, ist auch kein Mu'min, sondern, möge Allah uns davor bewahren, ist ein Kafir. Wer diese Säulen leugnet, gilt als ungläubig und hat damit die Gemeinschaft der Gläubigen verlassen. Die Sunna weist in mehr als einem Zusammenhang darauf hin. Unter anderem in einem Hadith von Muslim, der von Umar ibn al-Khattab radiallahu anh überliefert wurde, der berichtete: Wir saßen eines Tages beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam, als plötzlich ein Mann mit schneeweißen Kleidern und tiefschwarzen Haaren auf uns zukam. Es war kein Anzeichen der Reise an ihm festzustellen, und dennoch kannte ihn keiner von uns, bis er sich vor den Gesandten sallallahu alaihi wasallam setzte. Er lehnte seine Knie an dessen Knie und legte seine Hände auf seine Oberschenkel und sagte: Muhammad, berichte mir über den Islam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Islam ist, dass du bezeugst, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, und dass du das rituelle Gebet das rituelle Gebet stets verrichtest, die Abgabe entrichtest, im Ramadan fastest und zum Haus pilgerst, wenn du dazu die Möglichkeit hast. Der Fremde sagte: Du hast die Wahrheit gesprochen. Wir waren darüber erstaunt, dass er den Gesandten erst fragte und ihn danach bestätigte. Er sagte weiter: Dann berichte mir über den Glauben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte:
dass du an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten und an den letzten Tag glaubst und dass du an die Vorherbestimmung Allahs, sei sie nun gut oder schlecht, glaubst. Wichtig für uns ist jetzt aus diesem Auszug, aus diesem Hadith, die Frage nach dem Glauben. Er sagte, was ist Al-Iman? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi, also dass du an Allah glaubst und seine Engel. Das sind also die Belege, dass der Glaube an die Engel Pflicht ist, und da gibt es einen Konsens, ein Ijma' unter den Gelehrten. Keiner hat je gesagt, dass dies nicht richtig wäre oder dass dies nicht wichtig wäre. Die nächste Frage ist nun, wie glaubt man an die Engel? Wie sieht dieser Glaube aus? Aus was besteht dieser Glaube? Bevor wir uns das durchlesen und anschauen, was der Sheikh Hafizahullah hier geschrieben hat, erst einmal grob. Der Glaube an die Engel besteht aus vier Aspekten. Und diese vier Aspekte müssen allesamt eingehalten werden. Wer eine dieser vier Aspekte leugnet oder daran zweifelt, hat den Glauben an die Engel nicht verinnerlicht und somit ist er kein Gläubiger. Erstens ist der Glaube an die Existenz zu verinnerlichen. Jemand, der sagt, Engel gibt es nicht, der glaubt eben nicht an die Engel. Zweitens, wir müssen an die Engel glauben, die genannt worden sind. Und an alle anderen im Allgemeinen. Yarhamukallah. Das heißt, jeder muss an die einzelnen Engel glauben, die genannt wurden im Koran und in der Sunna. Und allgemein muss er daran glauben, dass es noch andere Engel gibt. Das heißt, wenn jemand an einen Engel zweifelt, er sagt, gut, ich glaube an die Engel, aber also Jibril, also an den glaube ich nicht. Ob es den gab, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Solch eine Aussage ist natürlich eine Aussage eines Menschen, der nicht an Allah Azza wa Jal glaubt und nicht an das, was Allah Subhanahu wa Ta'ala uns auferlegt hat. Drittens, wir müssen an ihre Eigenschaften glauben, an ihre Wesenszüge glauben, dass sie Flügel haben, dass sie aus Licht sind, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala immer gehorchen. Das sind auch Bestandteile des Glaubens, wie wir bi'idhnillah detailliert noch sehen werden. Und viertens müssen wir an ihre Aufgaben und Taten glauben. Zum Beispiel, dass Jibril der Verantwortliche war für die Offenbarung, dass Malakul Maut der Verantwortliche ist für den Tod der Geschöpfe, dass Munkar und Nakir die zwei Engel sind, die den Menschen im Grabe fragen werden und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen an die Aufgaben und Tätigkeiten der Engel glauben. Wer eines dieser vier Punkte nicht glaubt, nicht verinnerlicht, wer eines dieser vier Punkte leugnet oder daran zweifelt, ist kein Mu'min, ist kein Gläubiger. Das werden wir nun im Detail sehen. Erstens sagte er hier, die Anerkennung ihrer Existenz und der Glaube an sie. Und das haben wir ja gerade eben erläutert. Der Beleg dafür war die Ayah und dieser Hadith. Unter anderem, es gibt natürlich noch viele andere Belege aus Koran und Sunna, aber das reicht schon aus, um zu belegen, sie existieren. Die Argumentation vieler Menschen, ich habe sie nicht gesehen, also glaube ich nicht daran, abgesehen davon, dass sie nicht mit der Religion vereinbar ist, ist sie auch nicht mit der Logik vereinbar. Diese angebliche, rationale Argumentation, die irrational ist, dass man sagt, was ich nicht gesehen habe, an das glaube ich nicht, ist nicht richtig. Nicht alles, was man nicht sieht, existiert nicht, sondern man weiß ganz genau, es gibt viele Sachen, die man nicht sehen kann oder gar mit gar keinem Sinn erkennen kann, aber die trotzdem existieren. Ja, und die Wissenschaft hat das schon mehrfach belegt, dass es viele Sachen gibt,
die existieren, auch wenn man es mit den Sinnen bzw. mit dem Auge oder mit dem Ohr so nicht erkennen kann. Wenn jemand noch nie im Leben ein Flugzeug gesehen hat und dann daherkommt und sagt, ja, ich glaube nicht an Flugzeuge, weil ich habe keins gesehen. Ist das wissenschaftlich? Das ist nicht wissenschaftlich. Und das Gleiche sagen wir, wenn wir über Allah Azza wa Jal reden. Viele glauben nicht an Allah, weil sie sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Oder viele glauben nicht an den Tag der Auferstehung, weil sie sagen, keiner ist von dort zurückgekommen und hat mir gesagt, wie es dort ist. Oder sie glauben nicht an das Leben im Grab, weil keiner auferstanden ist und erzählt hat, wie es im Grabe ist. Die Tatsache, dass man nicht etwas mitbekommen hat oder dass man etwas nicht mit den Sinnen erfasst hat, heißt noch lange nicht, dass es nicht existiert. Ja? Und wenn wir dann noch Belege haben, authentische Belege von wahrhaftigen Menschen, wie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, der noch nie gelogen hat, dass eben die Engel existieren, dann glaubt jeder Muslim an die Existenz dieser Geschöpfe. Zweitens, der Glaube daran, dass sie eine Schöpfung von großer Zahl darstellen. Wie viele gibt es? Allahu a'lam. Man kann jetzt keine bestimmte Anzahl festlegen, das wissen wir nicht. Aber sind es wenige oder viele? Es sind sehr viele. Allah subhanahu wa ta'ala sagte dazu, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Aber niemand weiß über die Heerscharen deines Herrn Bescheid außer ihm. Und damit sind die Engel gemeint. Das heißt, wie einige der frommen Vorfahren sagten, dass niemand die Heerscharen der Engel des Herrn kennt, außer er selbst. Subhanahu wa ta'ala. Bei Bukhari und Muslim heißt es im Hadith über die Nachtreise des Propheten alayhi salatu wassalam, فَرُفِعَ عَلِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ. Danach wurde vor mir das vielbesuchte Haus sichtbar. Da fragte ich, O Jibril, was ist das? Er erwiderte, das ist das vielbesuchte Haus, in dem jeden Tag 70.000 Engel beten. Wenn sie es verlassen, kehren sie nicht mehr dahin zurück. Subhanallah. Das heißt, so viele Geschöpfe sind das, die Allah Azza wa Jal erschaffen hat in dieser Welt der Engel, dass täglich dieser Al-Bayt Al-Ma'mur, dass dieses Haus besucht wird von den Engeln. Und Al-Bayt al-Ma'mur ist wo? Ja? Über der Kaaba und wo? Siebten Himmel. Das bedeutet, das ist die Pilgerstätte der Engel. Und da kommen 70.000 Engel jeden Tag und diese kommen nicht noch einmal, sondern es sind immer wieder 70.000 neue Engel. Subhanallah al-Azim. Und bei Muslim, was heißt denn bitte schön bei Muslim? Also im Hadithwerk, wa alaikum salam, also im Hadithwerk von Imam Muslim. يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا 70,000 زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا. Allahu Akbar. An diesem Tag wird die Hölle herbeigezogen. An was für einem Tag? يوم القيامة. Wird die Hölle herbeigezogen werden. Und sie wird 70.000 Zügel haben. 70.000 Zügel. An jeder Zügel sind von 70.000 Engel gezogen werden. Subhanallah. Das ist Jahannam. Die dann gezogen wird, damit die Kuffar und diejenigen, die bestraft werden von den Muslimen, möge Allah uns davor bewahren, in Jahannam hineingeworfen werden. Wie viele Geschöpfe das sind. Subhanallah al-Azim. Drittens, die Anerkennung ihres hervorragenden Ranges bei ihrem Herrn. Subhanahu wa ta'ala. Der Ehre, die er ihnen erweist und der hohen Stellung, die sie bei Allah subhanahu wa ta'ala einnehmen. Allah azza wa jal sagt, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Und sie sagen, der Al-Abama hat sich Kinder genommen. Preis sei ihm, nein, vielmehr sind es geehrte Diener.
Und das sagen wir immer, die Beziehung der Geschöpfe zu Allah subhanahu wa ta'ala, der Menschen oder der Djinn oder der Malaika, zu Allah subhanahu wa ta'ala ist die Beziehung des Dieners zu seinem Herrn und nicht die Beziehung des Sohnes oder des Kindes zu seinem Vater. Und warum ist das so? Warum, was ist denn bitteschön daran so schlimm, wenn man diese Beziehung nicht als Diener-Herr-Beziehung bezeichnet, sondern als Sohn-Vater- oder Kind-Vater-Beziehung? Allah subhanahu wa ta'ala zeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Aber was ist nun der Unterschied zwischen Diener und Herr und Sohn und Vater? Der Unterschied ist die Abhängigkeit. Die Abhängigkeit ist bei der Dienerschaft immer konstant. Es ändert sich nicht. Der Diener ist immer abhängig von seinem Herrn. Es wird keine Zeit eintreten, in dem der Herr abhängig ist vom Diener. Aber in der Sohn-Vater-Beziehung ist die Abhängigkeit unterschiedlich, je nachdem. Ist der Sohn klein, ist er abhängig vom Vater. Ist der Sohn aber erwachsen und der Vater alt, so wird der Vater abhängig vom Sohn. Und weil Allah Jalla wa Ala nie abhängig ist von den Menschen, ist die Aussage, dass Allah Söhne hat, eine Beleidigung Allahs. Und das sagte Allah Azza wa Jalla im Hadith, den der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam erwähnt hat. Die Menschen beleidigen mich, sie sagen, ich hätte einen Sohn. Warum ist das eine Beleidigung Allahs? Weil du damit implizit erklärst, Allah wird irgendwann seinen Sohn brauchen. Nein, nein, nein. Wir sagen, Gott braucht seine Söhne nicht. Dann dürft ihr auch nicht diesen Begriff benutzen. Wenn wir schon auf Deutsch reden, dann haben die deutschen Begriffe auch Bedeutungen. Und diese Bedeutungen sind dann auch bindend. Und deswegen, wenn ich diese Beziehung zwischen Mensch und Allah erklären möchte und ich möchte erklären, dass diese Beziehung sich nie ändert in der Abhängigkeit, dass der Mensch immer ewig abhängig sein wird von Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist die Benutzung von Sohn, Vater falsch. Und das muss man eingestehen. Sondern wir sagen, wir sind die Diener Allahs, das bedeutet, wir sind die immer Abhängigen von Allah. Und Allah ist unser Herr, das heißt, er ist der immer Unabhängige von allen Geschöpfen. Also die Malaika sind Diener Allahs, tabaraka wa ta'ala. Und sie sagen, der Allerbarmer hat sich Kinder genommen, Preis sei ihm, nein, vielmehr sind es geehrte Diener. Und Allah Azza wa Jal sagt, في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Er steht auf in Ehren gehaltenen Blättern, erhöhten und rein gehaltenen, durch die Hände von Entsandten, das heißt den Engeln, edlen Frommen. So hat Allah subhanahu wa ta'ala die Engel beschrieben, dass sie edel sind und dass sie fromm sind. Der vierte Punkt hier, der Glaube daran, dass die Engel verschiedene Rangstufen innehaben und so hinsichtlich ihrer Stellung und ihres Vorzuges keine Gleichheit besteht. Wir wissen, Jibril alayhi salam ist der beste aller Engel. Das heißt, es gibt Rangstufen innerhalb dieser Welt der Engel. Allah Azza wa Jalla sagt, Allahu yastafi min al-malaikati rusula wa min an-nas, inna Allaha sami'un basir. Allah erwählt sich aus den Engeln Gesandte und auch aus den Menschen. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Die vorzüglichsten der Engel sind die ihm nahegestellten und diejenigen, die mit dem Tragen des Thrones Allahs betraut sind. Und die vortrefflichsten jener Engel, die Allah nahestehen, sind jene drei Engel, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaybi wash-shahada, anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. اهدنا اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. O Allah, das ist ein Bittgebet. O Allah, Herr Gabriels, Michaels oder Mikael und Israfil, Schöpfer der Himmel und der Erde, Kenner des Verborgenen und des Offenkundigen,
Du richtest zwischen deinen Dienern hinsichtlich dessen, worin sie uneinig waren. Führe mich mit deiner Erlaubnis in dem, worin man sich von der Wahrheit unterschieden hat, denn du führst, wen du willst, auf den geraden Weg. Das ist ein sehr schöner Dua, den ein Muslim immer wieder machen sollte, aussprechen sollte, auch im Gebet, als Eröffnungsbittgebet im Gebet. Und man bittet Allah Azza wa Jal die Rechtleitung. Denn es ist bekannt, viele reden über den Islam, aber was ist nun richtig? Deswegen brauchen wir die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns verhilft, die Wahrheit zu erkennen. Wichtig für uns jetzt hier ist, dass Allah Azza wa Jal hier drei Engel genannt hat, und zwar Jibril, Mikael und Israfil. Und die Tatsache, dass Al-Nabi alayhi salatu wassalam gerade diese drei Engel hier erwähnt, zeigt, dass sie eine besondere Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Der vortrefflichste jener drei Engel ist wer? Jibril alayhi salam. Allah bezeichnet ihn in Surat Al-Shu'ara, und zwar den Geist. Nazala bihi ruh al-amin. Nazala bihi ar-ruh al-amin. Mit dem der vertrauenswürdige Geist herabgekommen ist. Und in Surat al-Takwir sagt Allah Azza wa Jal, innahu laqawlu rasulin kareem. Dies sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten. Die Engel als Freunde anzusehen und sich vor ihrer Feindschaft zu hüten, ist auch ein Bestandteil des Glaubens an die Engel. So sagt der Erhabene subhanahu wa ta'ala, wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Die gläubigen Männer und Frauen sind eines der anderen Beschützer. Und wo ist jetzt der Beleg dafür, dass man eben die Engel auch lieben soll? Steht ja die gläubigen Männer und Frauen. Awliya Ubad, ja, also sie beschützen sich gegenseitig. Aber woher erkenne ich, dass da Engel auch damit gemeint sind? Steht im nächsten Satz. Dieser Vers bezieht sich auch auf die Engel, da sie zu den Gläubigen gehören. Sind ja auch Gläubige. Ja? Wobei wir aber keine Geschlechter bei den Engeln sagen. Zwar sagen wir Al-Malaikatu, ja? Aber männlich-weiblich sagen wir hier nicht. Ja? Ebenso sagt subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. O die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Hier hat Allah Azza wa Jal also mehrere Eigenschaften der Engel genannt, und zwar insbesondere die Engel, die die Verantwortung haben, die Menschen zu bestrafen in Jahannam. Und das sind die Az-Zabaniyah. Az-Zabaniyah sind die Engel, die die Menschen bzw. die Geschöpfe in der Hölle bestrafen. Allah Azza wa Jal sagt über sie, dass sie hartherzige, strenge Engel sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was er ihnen befohlen hat. Genauso berichtete Allah subhanahu wa ta'ala über ihre Freundschaft dem Gesandten und den Gläubigen gegenüber. Und das ist etwas, was einem Mu'min Freude bereitet, dass er weiß, wenn Al-Malaika, diese Geschöpfe, wenn sie mich auch lieben, weil ich auch ein Gläubiger bin, dann ist man stolz darauf, dass man diese Ehre erwiesen bekommt von diesen Engeln. Allah Azza wa Jal sagt, الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Er ist es, der über euch den Segen spricht und auch seine Engel. Also auch die Engel sprechen den Segen aus, damit er euch aus den Finsternissen ins Licht hinausbringt. Und er ist zu den Gläubigen barmherzig.
Dann sagt Allah Azza wa Jalla auch über die Engel: Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab: Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wird. Das ist auch eine wunderschöne Angelegenheit, wenn der Gläubige an die Engel glaubt, dass er weiß, diese Engel machen Dua für mich. Sie bitten Allah Azza wa Jal, damit ich standhaft bleibe. Wenn man weiß, dass diese Engel einem so helfen, indem sie für ihn Dua machen, dann ist das natürlich ein Grund, dass man diese Engel liebt, respektiert und achtet. Die Warnung vor ihrer Feindschaft findet sich in seinen Worten. Subhanahu wa ta'ala, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. Sag, wer auch immer Gabriel Feind ist, so hat er ihn doch den Koran mit Allahs Erlaubnis in dein Herz offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Wer Allah und seine Engel und seine Gesandten und Gabriel und Mikael Feind ist, so ist Allah den Ungläubigen Feind. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird all diejenigen befeinden, die die Engel hassen und verspotten und beleidigen und nicht respektieren. Und deswegen muss der Muslim anständig umgehen mit den Engeln, wie wir bi'idhnillahi ta'ala sehen werden. Sechstens, der feste Glaube daran, dass sie zu den Geschöpfen gehören, die Allah schuf, und dass sie nichts mit der Schöpfung an sich zu tun haben und nicht über diese urteilen, sondern dass sie zu den Herrschern Allahs gehören, die seinem Befehl gehorchen. Aller Befehl aber liegt in seinen Händen. Das heißt, die Engel machen nichts alleine und können nichts machen. Das sind keine Götter, sondern das sind Geschöpfe Allahs, tabaraka wa ta'ala. Und das Wichtige an dieser Aqide, an diesem Glauben an die Engel oder an die Dschinn, ist, dass der Mensch diese Welt versteht. Weil es gibt so viele Menschen, die haben verschiedenste Ideologien und Denkweisen, weil sie die Welt nicht verstehen. Sie wissen nicht, dass es Wesen gibt aus Licht wie die Malaika oder aus rauchlosem Feuer wie die Dschinn. Sie wissen nicht, dass diese Welt durch den Befehl Allahs Azza wa Jal und die Umsetzung der Engel dann gelenkt wird, Regen oder diese ganzen Naturphänomene. Aber ein Muslim versteht das. Er weiß, was hier geschieht und hier passiert. Und was ist das Gute daran? Dass man nicht diesen Aberglaube dann hat. Diese erfundenen Geschichten, die sehr, sehr verbreitet sind, auch in zivilisierten oder fortgeschrittenen Ländern. Ja, da gibt es Menschen, die glauben an dies, an jenes, weil sie haben keinen Halt, sie haben nichts, keine reine Quelle, in der sie wissen oder von der sie lernen, was ist überhaupt in dieser Welt oder was passiert überhaupt, warum passiert etwas. Aber der Muslim, der weiß, warum es regnet und warum die Erde sich dreht und so weiter und so fort. Er weiß, das sind Engel, die Allahs Befehle hier umsetzen. Allah Azza wa Jal sagt: وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Und er befiehlt euch nicht, die Engel und die Propheten zu Herren zu nehmen. Sollte er euch den Unglauben befehlen, nachdem ihr Allah ergeben seid, das heißt, die Propheten haben noch nie aufgerufen dazu, die Engel anzubeten, ja, oder gar die Dschinn anzubeten. Und es gibt Leute, die beten den Teufel an, die beten alles Mögliche an, ja, und setzen und gesellen Allah Azza wa Jal andere Götzen bei. Und das ist natürlich Schirk, möge Allah uns davor bewahren. Und es gibt leider auch Menschen, die denken, sie wären Muslime, aber sie beten andere Geschöpfe an. Sie beten Verstorbenen an oder sie beten Engel an und bitten von ihnen direkt Hilfe. Ja, dass man einen Engel anbetet oder für einen Engel irgendetwas macht und man denkt, der Engel könnte heilen, könnte versorgen, könnte irgendetwas lenken
in dieser Welt. Und das ist natürlich Kufr und Schirk, möge Allah uns davon bewahren. Denn wir dürfen nur Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, nur Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe bitten, nur zu ihm, also nur Allah subhanahu wa ta'ala als Retter annehmen und nicht etwa die Engel oder die Propheten, sondern von denen lernen wir, von den Propheten lernen wir, wie wir Allah azza wa jal anbeten sollen. Siebtens, der Glaube an jeden einzelnen Engel, den Allah im Koran oder in der Sunna beschreibt, wie Gabriel, Mikael oder andere, die erwähnt werden. Der Glaube an sie hinsichtlich der Merkmale, mit denen sie beschrieben werden, wie wachsam und bereit, oder hinsichtlich der Aufgaben, mit denen sie betraut sind, wie der Engel des Todes oder der Engel der Berge, oder hinsichtlich der Aufgaben, mit denen eine Schar von ihnen betraut ist, wie das Tragen des Thrones oder das Aufschreiben der Taten der Menschen. So auch der Glaube an die Engel, die mit der Bewahrung der Schöpfung betraut sind, und an jene, deren Aufgabe es ist, die Embryonen zu schützen, und an jene, die das vielbesuchte Haus umkreisen, an die Engel, die sich auf der Erde bewegen, und andere. Somit der Glaube an das, was Allah in seinem Buch über die Engel sagt und was sein Gesandter, Allahs Segen und Friede auf ihm, in seiner Sunna über sie berichtet. Also allgemein müssen wir, wie ich sagte, an die Existenz glauben, an die erwähnten, namentlich erwähnten, das war das Zweite, und natürlich alle anderen, die nicht namentlich erwähnt wurden. Drittens war an ihre Eigenschaften, ja, dass sie Flügel haben, aus Licht sind. Das, und viertens an ihre Aufgaben. Kommen wir nun zu den Aufgaben der Engel. Die Engel gehören zu den Herrschern Allahs, denen bedeutsame Aufgaben übertragen wurden und denen auch die Fähigkeit gegeben wurde, diese auszuführen. Zu diesen Aufgaben gehören: erstens, der mit der Offenbarung betraute Engel ist Gabriel, Jibril alayhis salam. Der Erhabene sagt, nazala bihi ar-ruh al-amin, also mit dem der vertrauenswürdige Geist herabgekommen ist. Jibril alayhis salam kam zu allen Propheten und er hat ihnen immer die Botschaft gegeben, die eben Allah subhanahu wa ta'ala diesen Propheten vermitteln wollte. Die nächste Aufgabe ist der mit dem Regen betraute Engel, und das ist wer? Mikael. Mikael hat die Aufgabe, eben den Regen so zu lenken, wie es Allah subhanahu wa ta'ala möchte. Und hier gibt es einen wichtigen Punkt, den die Materialisten oder diejenigen, die nicht an Allah azza wa jal glauben oder nicht an die Engel glauben, nicht verstehen. Und zwar, was hat das Verhalten der Menschen mit den Naturphänomenen zu tun? Jetzt mal abgesehen davon, dass sie Auto fahren und diese ganzen Abgase, sondern ich meine damit, was haben die Sünden mit den Naturphänomenen zu tun? Das ist eine Angelegenheit, die Allah Azza wa Jal uns erklärt im Koran und in der Sunna. Und das verstehen wir nur, wenn wir wissen, dass die Naturphänomene gelenkt werden durch Allahs Befehl an wen? An die Engel, an Mikael. Das heißt, wenn gesündigt wird, befiehlt Allah Jalla wa Ala Mikael und seinen Engeln, dass er eben etwas tut, ob das nun die Naturkatastrophen sind oder ähnliches. Denn das glauben wir Muslime. Wir glauben daran, dass die Naturkatastrophen ein Ergebnis ist für das Verhalten der Menschen. Nicht nur das ökologische Verhalten, das ist natürlich sicherlich auch ein Bestandteil. Und es ist natürlich verboten im Islam, dass man der Natur schadet. Das ist nicht erlaubt, einfach Bäume einfach so zu fällen, ohne einen Sinn, oder dass man Tiere quält und so weiter und so fort, dass man ganze Wälder abreißt. Das ist alles verboten im Islam, denn Nabi sallallahu alaihi wasallam hat in mehreren Ahadith erwähnt, dass wir gut umgehen sollen, auch mit der Natur. So, aber abgesehen von diesem ökologischen gibt es noch eine Beziehung, und zwar eben die Sünde. Wenn ein Volk sündet,
wird es keinen Regen geben. Ja? Zum Beispiel, wenn ein Volk sündet, wird es keine Versorgung geben. Wenn ein Volk sündet, werden bestimmte Krankheiten sich verbreiten. Das alles finden wir im Koran und in der Sunna. Das heißt, die Sünde hat was mit den Naturphänomenen zu tun. Das kann man aber nur dann nachvollziehen, wenn man auch an die Engel glaubt. Derjenige, der nicht an die Engel glaubt oder falsch an die Engel glaubt, der sagt, nee, das hat überhaupt nichts mit den Engeln zu tun, der kann das nicht nachvollziehen. Aber derjenige, der weiß, Allah Jalla wa Ala lenkt die ganze Welt und er ist derjenige, der entscheidet, ob es regnet, nicht regnet, ob ein Vulkanausbruch da ist, ein Erdbeben, eine Flutkatastrophe oder nicht. Wer dies weiß, der wird auch wissen, dass wir diese Naturkatastrophen, abgesehen von den ökologischen Lösungen, auch durch die Gottesfurcht von uns bringen können. Das haben auch die Sahaba gewusst, und als die Erde gebebt hat in der Zeit von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anh, hat er auf die Erde so mit einem Stock geschlagen und sagte, sei ruhig, auf dir sind Gläubige. Einer, der nicht an die Malaika oder an Allah azza wa jalla glaubt, was macht denn der hier? Redet der mit der Erde? Ja, wer bewegt denn bitte schön die Erde? Ist es nicht Allah subhanahu wa ta'ala? Natürlich ist es er. Also, drittens, der mit dem Blasen des Horns am letzten Tag betraute Engel, und das ist Israfil. Das ist Israfil. Das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Einige sagten sogar, es gebe einen Konsens, wobei der Konsens nicht gerade astrein ist. Und hier lernen wir etwas. Nicht jeder, der sagt, es gibt einen Konsens, hat recht. Es kann ja sein, dass es andere Ulama gibt, irgendwo, die mal was anderes gesagt haben. Und deswegen muss man immer den Konsens überprüfen. Ja? Es gibt natürlich Angelegenheiten, da brauchst du nicht mehr viel überprüfen, weil es gibt niemanden, der je in diesen ganzen Jahrtausenden jemals was gesagt hat. Aber es gibt andere Angelegenheiten, in denen gesagt wird, es gäbe einen Konsens, da muss man nochmal forschen. Gibt es diesen Konsens oder nicht? Und deswegen sagen wir tausendmal, jemand, der über die Religion reden möchte, das ist nicht so einfach, nicht einfach den Islam annehmen, dann bin ich der Mufti, sondern man muss schon etwas lernen. Man muss vieles lernen. Und selbst der Konsens ist nicht immer ein Konsens. Und der Beispiel ist hier, und zwar bei Israfil, ist er derjenige, der in das Horn blasen wird, und so wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Welt zerstören, und dann wird er noch einmal in das Horn blasen, um die Menschen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen wieder auferweckt, oder ist es ein anderer? Auf jeden Fall, die meisten Gelehrten sagen, es ist Israfil alayhi salam. Viertens, der mit dem Ergreifen der Seelen betraute Engel ist der Engel des Todes, und das ist Malaku al-Maut. Einige nennen ihn Azrail, aber dafür gibt es keinen authentischen Beleg, dass dieser Name der Name von Malakul Maut ist. Wir haben nur die authentischen Belege, dass es Malaku al-Maut ist, also der Engel des Todes. Fünftens, der mit den Bergen betraute Engel, der im sogenannten Hadith al-Akhshabayn, zwei Berge Mekkas erwähnt wird. Und zwar wurde er erwähnt, als Nabi alayhi salatu wassalam geflüchtet ist oder den Versuch begonnen hat zu flüchten. Und zwar ging er in die Stadt At-Ta'if. Dort wurde er empfangen mit Steinen, mit Beleidigungen. Und da kam Jibril alayhi salam zu ihm und sagte, wenn du möchtest, befiehlt Allah dem Engel der Berge, dass er die zwei Berge Al-Akhshabayn zusammenrückt. Ja, und das war ein Tal, sodass die Menschen dann sterben. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, ich wünsche oder hoffe, dass von ihren Nachkommen Menschen kommen, die Allah einzig als Gott ansehen. Und hier lernen wir aus dieser Geschichte etwas Wunderschönes für uns auch in der Da'wah. Wir müssen langfristig denken. Nachhaltig denken, muss jeder. Ja. Wenn man nicht nachhaltig denkt, wird man nicht weit kommen.
Und das bedeutet, wir müssen uns kümmern um die nächsten Generationen, um das Wissen in den nächsten Generationen, um den Charakter in den nächsten Generationen, um das Benehmen in den nächsten Generationen. Das ist die Aufgabe der Eltern insbesondere, natürlich auch der Aufgabe zum Beispiel der Moscheen oder der Kindergärten und so weiter, aber an allererster Stelle natürlich die Aufgaben der Eltern. Wenn die Eltern keinen Kindergarten finden oder keine Moschee finden oder keine Schule finden und so weiter und so fort, heißt das, dass die Eltern keine Aufgabe mehr haben, dass sie nicht mehr die Pflicht haben, die Kinder zu erziehen? Natürlich nicht. Den Erziehungsauftrag haben die Eltern auf jeden Fall immer. Und deswegen müssen wir gucken, dass die nächsten Generationen wissen, wer Allah ist. Was ist der Islam? Wie benimmt man sich? Und das muss man von Kindesbeinen an auch den Menschen, diesen Kindern erziehen. Und leider ist es so, dass viele muslimische Familien nicht wissen, wie sie die Kinder erziehen, weil sie noch nie das gelernt haben. Ja. Auf jeden Fall, Malaku al-Jibal wurde erwähnt in der Sunna, in der authentischen Sunna. An ihn glauben wir auch. Sechstens, der mit dem Mutterleib betraute Engel, auf den die Sunna hinweist. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass nach 120 Tagen der Engel kommt und aufschreibt, wird es männlich oder weiblich, oder aufschreibt, wie die Versorgung aussieht, wann er sterben wird und ob er glücklich oder unglücklich leben wird. Dieser Glaube an die Engel verursacht natürlich im Herzen des Gläubigen, dass er weiß, die Versorgung ist aufgeschrieben. Da brauche ich mir überhaupt nicht den Kopf zu zerbrechen. Ich muss einfach nur nach der Versorgung suchen. Aber muss ich Angst haben, ob ich die Versorgung bekomme oder nicht? Muss ich nicht. Als Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah einmal gefragt wurde, warum bist du immer glücklich? Ja, wir sehen dich nicht traurig. Dann sagte er, ich habe gelernt, dass meine Versorgung mir niemand wegnehmen kann. Warum sollte ich dann traurig sein? Alhamdulillah. Ja, also ich weiß, ich werde den letzten Schluck in meinem Leben noch trinken, den kann mir kein Mensch wegnehmen. Ich werde den letzten Happen auch noch essen, den kann mir auch kein Mensch wegnehmen. Warum soll ich mir dann den Kopf zerbrechen? Was ich machen muss, ist nach der Versorgung zu suchen. Aber ich werde sie bekommen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, würdet ihr auf Allah vertrauen, richtig auf Allah vertrauen, dann würde er euch versorgen wie die Vögel. Sie gehen raus und sind hungrig und kommen wieder in ihr Nest und sind satt. Ja, das heißt, die Vögel vertrauen auf Allah, sie fliegen raus. Ja, das heißt, man muss schon etwas machen. Als Allah subhanahu wa ta'ala zu Maryam gesagt hat, und hebe deine Hand hinauf, so senken wir dir diese Datteln. Die Gelehrten sagen, Allah azza wa jalla hätte auch die Datteln einfach runterfallen lassen. Das ginge auch. Aber nein, er hat ja gesagt, du musst schon etwas tun. Heb deine Hand und dann bekommst du auch die Datteln. Das heißt, die Tatsache, dass man weiß, meine Versorgung wurde aufgeschrieben, bedeutet, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, ob ich die Versorgung bekomme oder nicht, sondern ich muss gucken, dass ich die Versorgung bekomme auf legalem Weg, auf islamisch richtigem Weg. Ja, und deswegen, es gibt viele, zum Beispiel bei Thema Heiraten, die sagen, ja, Sekunde mal, wo sind deine 12 Häuser und wo sind deine 50 Konten und so weiter und so fort. Und vergessen derjenige, der diese Frau die letzten 20 Jahren versorgt hat oder 30 Jahren versorgt hat, der lebt immer noch, ja, ist lebendig. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist allebendig, Jalla Jalaluhu, und stirbt nicht, subhanahu wa ta'ala. Er wird auch weiterhin diese Frau versorgen. Auf jeden Fall, der nächste Punkt ist die Wärter des Höllenfeuers. Der Erhabene sagte in Surat Ghafir, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دُعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Diejenigen, die sich im Höllenfeuer befinden, werden zu den Wärtern der Hölle sagen, ruft euren Herrn an, dass er uns einen Tag von der Strafe erlasse. Das sind die Wärter von Jahannam. Und einer davon,
ich weiß gar nicht, ob er den jetzt irgendwo erwähnt hat, ist ja kein Problem, ist Malik. Malik ist der Wärter des Höllenfeuers, ja, wie Allah Azza wa Jalla es auch im Koran erwähnt hat. Dann gibt es die Wärter des Paradieses. So sagte der Erhabene in Surat Zumar, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Und in den Paradiesgarten geführt und in den Paradiesgarten geführt werden diejenigen, die ihren Herrn fürchten, in Scharen. Wenn sie dann dort ankommen und seine Tore geöffnet werden und seine Wärter zu ihnen sagen, Friede sei auf euch, gut wart ihr, so betretet ihn, ewig darin zu bleiben. Und auch hier heißt der Verantwortliche, der Wärter des Paradieses wie? Ridwan. Dann haben wir die Engel, die das vielbesuchte Haus betreten. Ja, wie gesagt, jeden Tag 70.000 Engel. Dann haben wir die Engel, die jene Menschen umgeben, die sich versammeln, um gemeinsam Allahs zu denken. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt Engel, die die Straßen durchqueren und suchen nach Sitzungen, in denen Allah erwähnt wird. Und wenn jemand von diesen Engeln solch eine Sitzung gefunden hat, ruft er die anderen herbei. Ja? Und dieser Hadith ist natürlich herrlich, weil Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in diesem Hadith, dass diejenigen, diese Engel, bitten dann um Vergebung für diese Menschen und dass Allah azza wa jalla auch ihnen vergeben wird. Und deswegen jemand, der zu solchen Sitzungen kommt, kommt nicht nur um zu lernen, sondern auch damit seine Sünden vergeben werden. Es gibt viele, die sagen, ja, ich brauche nicht in die Moschee zu gehen, ich setze mich vor dem Fernseher oder vor dem Laptop oder was weiß ich. Ja, aber die Belohnung, diese Sitzung in den Moscheen ist doch viel mehr. Du bekommst für deine Schritte Belohnungen, du bekommst für dein Gemeinschaftsgebet Belohnungen und so weiter und so fort. Aber leider ist das sehr verbreitet momentan, dass man nicht in die Moscheen geht. Ja? Und ich sage immer wieder, die Da'wah in Deutschland hat eine Fehlgeburt. Ja, wir wurden hier in Deutschland, die Da'wah, die erzieht die Menschen nicht. Ja, sie erzieht die Menschen nicht und das sehen wir. Die Menschen gehen nicht in die Moscheen, man sitzt nicht in den Moscheen, man lernt nicht erstmal das Benehmen, man lernt nicht erstmal das Allerwichtigste, sondern es ist eine chaotische Da'wah, weil eben die Menschen nicht lernen. Und das wird auch so bleiben. Ja, das wird auch so bleiben, wenn diese Menschen nicht lernen. Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Da'wah gemacht? Aus der Moschee. In der Moschee. Das war das Erste, was er gemacht hat. Und jede Da'wah, die nicht so ist wie die Da'wah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wird auch nichts erreichen. Egal wie viele Menschen da sind. Ja, man darf nicht denken, wenn ich viele Gefolgsleute habe, bin ich auf dem richtigen Weg. Nein, nein, das ist ja kein Maßstab im Islam, wie viele Gefolgsleute du hast. Sondern der Maßstab ist, inwiefern befolgst du der Sunna? Inwiefern machst du das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat? Und deswegen die Da'wah, die richtige Da'wah, die erzieherische Da'wah, ist die Da'wah, die in den Moscheen stattfindet und nicht im virtuellen Raum. Dann haben wir jene edlen Engel, die alles aufschreiben. Der Erhabene sagt in Surat al-Infitar, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Über euch sind wahrlich Hüter eingesetzt, Edle, die alles aufschreiben und die wissen, was ihr tut. Das sind die Engel rechts und links, die eben das Gute und das Schlechte aufschreiben. Und beide Engel sind gut. Ja? Einige sagen, rechts der gute Engel, links der schlechte Engel. Und beide Engel sind gut, nur der Mensch ist der Schlechte, der eben sündigt. Und dieser Glaube führt natürlich zu einem Gefühl im Herzen, dass man sich beobachtet fühlt. Dass man sich schämt vor diesen Engeln. Dass man nie denkt, man wäre alleine. Man weiß ganz genau, der sieht mich gerade, dieser Engel, wie ich gerade diese Sünde ausübe. Da sollte man sich schämen. Denn wenn ein Mensch aus Fleisch und Blut da wäre, würde man sich ja auch schämen. Warum schämt man sich dann nicht vor diesen Engeln?
Und dieser Mensch schreibt dir nichts auf, aber der Engel schreibt dir was auf. Er schreibt auf, was du getan hast, was du gesagt hast. Und deswegen führt dieser Glaube an die Engel zur Gottesfurcht und zum Schamgefühl. Dann auch die Engel, die mit der Befragung im Grab beauftragt, Engel, und zwar Munkar und Nakir, sie kommen zum Menschen und fragen ihn, wer ist dein Herr, was ist deine Religion und wer ist dein Prophet? Und diese Fragen, liebe Geschwister, sind Fragen, auf die man nicht dann erst antworten kann, wenn man sie nicht schon im Leben beantwortet hat. Denn derjenige, der in diesem Leben nicht antwortet, mein Herr ist Allah und meine Religion ist der Islam und mein Prophet ist Muhammad a.s. und zwar nicht mit einem Lippenbekenntnis, sondern durch das Leben, durch die Tat, wer dies nicht tut, wird im Grab nicht antworten können, mein Herr ist Allah, mein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam und meine Religion ist Islam, sondern er wird sagen, ich weiß es nicht. Und deswegen ist die Frage, wer ist dein Herr in diesem Leben? Wem folgst du? Wem gehorchst du? Wem unterwirfst du dich? Hältst du die Gebote Allahs ein oder sind dir die Gebote Allahs egal und du folgst anderen Menschen, die etwas anderes sagen außer Allah subhanahu wa ta'ala? Und das Gleiche gilt für den Islam. Hältst du dich an den Islam? Lebst du islamisch? Und das islamische Leben ist nicht nur das Gebet. Das islamische Leben ist viel mehr. Das islamische Leben ist zu beten, zu fasten, aber auch beim Handel, bei der Ehe, bei der Kleidung, alle Gebote Allahs einzuhalten, auch im Charakter und Benehmen die Gebote Allahs einzuhalten. Und die dritte Frage ist, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für dich tatsächlich dein Prophet? Und auch hier gilt es, den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nur als Vorbild zu nehmen fürs Gebet und für die Pilgerfahrt, sondern du musst den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nehmen, wenn du Vater bist, als Vorbild, wenn du Ehemann bist, als Vorbild, wenn man Ehefrau ist, dann muss man sich anschauen, wie waren die Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als Vorbild für einen Verwandten, als Vorbild für einen Nachbar, als Vorbild für einen Sohn. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat all diese Rollen gespielt. Er war Vater, er war Staatsoberhaupt, er war Verwandter, er war Freund, er war alles mögliche, er war Richter. Das heißt, er hat alle Rollen im Leben gespielt, die der Mensch überhaupt leben kann. Und deswegen muss jeder von uns sich anschauen, welche Rolle habe ich. Bin ich Richter, muss ich dem Prophet sallallahu alaihi wasallam folgen, wie er der Richter war. Bin ich ein Vater, muss ich dem Prophet sallallahu alaihi wasallam folgen, wie er Vater war. Bin ich Ehemann, so muss ich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, wie er Ehemann war. Sohn auch, dann muss ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam mir auch als Vorbild nehmen. Und so weiter und so fort. Aber einige von uns nehmen sich den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nur in den gottesdienstlichen Taten, also Ibadat, also Gebet. Aber wenn du seinen Charakter dir anschaust, dann denkst du, wen hat denn der als Vorbild? Wen hat denn der als Prophet? Oder wenn du ihn siehst im Benehmen, dann sagst du, also ist der ein Prophet, der Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oder hast du einen anderen Propheten? Ja? Und deswegen, man pickt sich nicht raus, was einem eben gefällt, sondern man muss den Islam als Ganzes nehmen. Gut, das ist der erste Teil, bi'idhnillahi jalla wa ala, über die Engel. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, was also sind die Engel? Und da werden wir über die Wesenszüge oder Eigenschaften der Engel, bi'idhnillahi jalla wa ala, sprechen. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.